Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 8. März begehen wir wie jedes Jahr gemeinsam den Internationalen Frauenkampftag. Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen an diesem Tag Gleichberechtigung und prangern Missstände an. Es war die US-amerikanische Sozialistin Mabel Simmons, die die Idee des Frauenstreiktages aus ihrem Land mitbrachte. Clara Zetkin und Käthe Dunker setzten sich dann 1910 auf dem 2. Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen dafür ein, dass dieser Tag auch in Europa etabliert wird. Die ersten internationalen Frauentage fanden noch nicht an einem 8. März statt. Erst 1921 erfolgte die endgültige Festlegung auf dieses Datum, an das sich zu Beginn nur die Kommunistinnen hielten. Diese hatten nämlich den 8. März ausgewählt, um an die Frauentagsdemonstrationen 1917 in Russland zu erinnern, die den Auftakt zu einer massiven Streikwelle im ganzen Land bildete. 1911 gingen erstmals Frauen in Deutschland, in Österreich, in Dänemark und der Schweiz zum Frauenkampftag auf die Straße. Ihre zentralen Forderungen waren die Einführung des Frauenwahlrechts, die Teilhabe an der politischen Macht, das Recht auf Bildung und die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und außerdem Mutterschafts- und Schwangerschaftsschutz. Außer in Finnland durfte zu diesem Zeitpunkt in keinem europäischen Land gewählt werden durch Frauen. In Deutschland wurde Frauen dieses Recht der aktiven und passiven Wahl erst 1918 zugestanden. Diese Themen führten bis zum Zweiten Weltkrieg noch zu Massenmobilisierungen. Aber öffentliche Aktionen waren in der Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr möglich. Trotzdem wurde der Frauenkampftag auch im Nationalsozialismus weitergegangen, wenn auch nicht auf den Straßen, sondern im Kleinen und Privaten. Es wurden zum Beispiel rote Bettlaken zum Lüften aus den Fenstern gehängt oder auch illegale Flugblätter verbreitet. Während der Frauenkampftag bis vor den Zweiten Weltkrieg eng mit den Arbeiterinnenkämpfen verbunden war, entwickelte er sich in den 1970er Jahren im Zuge der neuen Frauenbewegung zu einem Tag der Frauensolidarität unter den Frauen aller Schichten und aller politischen Ausrichtungen. Zu dieser Zeit erreichte die Frauenbewegung im Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen 218 einen Höhepunkt. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten dauerte es noch bis ins Jahr 1994, bis der Frauenkampftag als Protesttag wieder begangen wurde. Viele dezentrale Veranstaltungen in ganz Deutschland brachten in diesem Jahr über 1 Million Menschen auf die Straßen. Allerdings ist spätestens seit den 2000er Jahren eine neue Tendenz zu beobachten. Immer mehr Geschäfte nutzen den Tag, um Frauen als Kundinnen anzusprechen. Besondere Rabatte, Aktionen, Sonderangebote lassen den einstigen Frauenkampftag eher als Kauftag werden. Trotz einer kapitalistischen Entpolitisierung des Frauenkampftages finden weltweit Aktionen statt für eine geschlechtergerechte Politik. In den letzten Jahren gibt es auch Frauenstreikbewegungen zum 8. März, vor allen Dingen in Spanien und Polen. Auch in Hannover gehen Menschen auf die Straße, um für die Rechte von Frauen einzustehen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, miteinander solidarisch zu sein. Im Jahr 2019 wurde der Internationale Frauenkampftag in Berlin zum ersten Mal als Feiertag begangen. Wir hoffen sehr, dass andere Länder diesem Beispiel folgen werden. Hallo, ich bin Sabine Schwarke. Ich bin Erzieherin bei den Campuskindern der Betriebskindertagesstätte der MAH. Das schon seit 28 Jahren. Tatjana Petitz, ich arbeite bei MPK in der Poststelle als Postbote. Mein Name ist Sarah Denise Schulz. Ich arbeite in der endokrinologischen Ambulanz als medizinische Fachangestellte. Ich bin Charissa Vollmer. Ich bin Zahnärztin in der zahnärztlichen Prothetik und biomedizinischen Werkstattkunde an der MAH. Ich bin 25 Jahre alt und ich wohne mit meinem Freund zusammen in einer kleinen, schönen Wohnung in Dürren. Ich bin Stefanie Meyer, ich bin 40 Jahre alt, habe 3 Kinder im Alter von 10, 12 und 18 Jahren. Ich arbeite seit 2001 auf der neonatologischen Intensivstation, der Station 69. Ich bin verheiratet, lebe außerhalb von Hannover. In einem Haus mit einem großen Garten. Mein Name ist Sabine Saloch. Ich arbeite seit einem halben Jahr an der MHH und leite das Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder.
Mein Name ist Martina Toussaint, ich bin Krankenschwester und arbeite seit 1981 in der medizinischen Hochschule. Das heißt schon viele Jahre, bin am 1.4. 40 Jahre tätig und habe Familie, Kind, Privates, Beruf, Karriere eigentlich ganz gut unter einen Hut gebracht. Mein Name ist Judith Montag und ich arbeite als Postdoc in der Molekularzellphysiologie und habe 3 Kinder im Grundschulalter. Hallo, ich bin Nina und bin gerade im praktischen Jahr, also dem letzten Studienjahr meines Medizinstudiums und arbeite gerade im Clementinenhaus in der Inneren Medizin und habe 2 Kinder, eins im Kindergartenalter und eins im Puppenalter. Wie sieht dein Alltag zurzeit aus, beruflich und oder privat? Und wie sah er vor der Corona-Pandemie aus? Hat sich was verändert? Mein Leben durch Corona hat sich verändert, weil es mehr Arbeit für mich gibt, weil ich mich privat sehr für den Kinderschutz engagiere und durch den Lockdown halt die Kinder viel zu Hause sind. Und das ist für Kinder, die halt in gewaltvoller Umgebung aufwachsen, halt sehr gefährlich, weil sie keine Anlaufstelle mehr haben, wo sie sich erholen können, wo sie sich aussprechen können, wo Erzieherin oder Lehrerin was mitbekommen. Da engagiere ich mich sehr, dass man kein Kind alleine lässt mit Plakatwerbung und etc. So. Hier bei uns in der Kindertagesstätte hat sich auch einiges verändert durch die Hygieneauflagen, die wir bekommen haben. Die bedeuten halt, dass wir regelmäßig Durchzuglüften machen müssen, egal welche Temperatur draußen ist. Die Kinder einfach dick einmummeln müssen, während sie spielen, weil es halt kalt wird, weil man die Raumtemperatur nicht wirklich richtig kuschelig warm bekommt. Weil viele Eigenständigkeiten reduziert sind, dass wie Brote schmieren, alles was mit Essen zu tun hat, müssen wir den Kindern zubereiten und ausgeben. Sie haben ja da keine Eigenständigkeit mehr. Ja, und auch die Spielpartner können sie nur innerhalb der Gruppe halt wählen. Sie können nicht die anderen Gruppen besuchen. Sie sind mit Flatterband halt auf ihrem eigenen Außengelände, müssen sich aufhalten, neue Regeln beherzigen und halt ganz viele Hände waschen und ganz viel eincremen. Ja, und einfach ja viele Fragen gehen den Kindern durch den Kopf. Ne? Wann kann ich meinen Partner wiedersehen aus einer anderen Gruppe? Und ja, und für uns bedeutet das auch halt mehr Arbeit, weil wir halt anstatt in jeder Abteilung, in jeder Gruppe Früh- und Spätdienst abdecken müssen, damit wir uns nicht vermischen. Aber wiederum ist es bei uns auch gut, weil die Kinder kommen können, zwar reduziert, nicht alle, aber der Betrieb lief halt die ganze Zeit weiter, was für uns natürlich auch ein normaler Alltag weiter war und für mich persönlich auch gut war. So hatte ich immer eine Aufgabe und war halt nicht zu Hause. Ne? Um die Arbeit, das ist nicht so viel verändert. Wir müssen natürlich Maske tragen, Abstand halten, privatlich, das ist viel verändert. Man kann nicht mit Freunden treffen, man kann man nicht richtig mit Familie treffen. Meine Mutter zum Beispiel wohnt in Russland, kann ich nicht nach Russland fahren. Und kann ich nicht so oft mit meinen Enkelkindern treffen. Also derzeit ist der Alltag eher eintöniger. Man kann vom Glück sagen, dass man arbeiten gehen darf, weil das ist so eigentlich mit das Highlight derzeit am Alltag. Ich habe das Glück, dass ich Kolleginnen habe, wo man ein sehr freundschaftliches Verhältnis hat. Somit ist es halt ein schönes Arbeiten, worauf man sich auch freuen kann. Aber man merkt halt selber auch untereinander, wir haben uns halt weniger zu erzählen und jeder erlebt halt einfach auch weniger. Das war halt vorher nicht so. Vorher hat halt jeder irgendwelche Erlebnisse gehabt und konnte davon erzählen und hatte halt viel ausgeglicheneren Alltag, als es derzeit ist. Also im privaten Bereich hat sich verändert, dass ich mich mit sehr viel weniger Freunden oder weniger Familie zugleich auf jeden Fall treffe, was ich vorher immer gern gehabt habe und auch eine große Familie gehabt habe, die zu Geburtstagen auch eigentlich immer alle zusammengekommen sind. Das hat sich definitiv verändert. Viel wird jetzt spazieren gegangen mit einzelnen Freunden. Und vorher habe ich auch viele Freunde innerhalb von Deutschland überall besucht, was jetzt auch weniger geworden ist. Beruflich ist es so, dass wir vor allem hat sich in der Hinsicht verändert, dass wir
viel mehr Schutzausrüstung benutzen. Also zu Anfang oder vor der Corona-Pandemie hatten wir eigentlich nur OP-Masken und eine Schutzbrille auf. Und dazu ist jetzt gekommen, dass wir FFP2-Masken tragen, Visiere, OP-Hauben und noch einmal Kittel. Und wir natürlich irgendwie sehr viel vorsichtiger sind mit Abständen, auch gerade an Patienten, der ja immer einen offenen Mund hat, wenn wir behandeln. Ja, es hat sich schon einiges geändert. Vor der Corona-Pandemie hatte ich schon relativ viel Zeit für mich, Freiräume, wenn die Kinder zur Schule gingen und ich unter der Woche auch mal frei hatte, dass ich einfach auch Zeit für mich hatte, um den Haushalt zu machen oder meine Freundin zu treffen. Das ist jetzt halt irgendwie alles, das gibt es halt gar nicht mehr. Es gibt nur noch Arbeiten, zu Hause, Haushalt, Schule. Man ist immer unter Stress, obwohl man eigentlich ja gar keinen Stress hat, weil man ja die ganze Zeit zu Hause ist und gar nicht so verplant ist, aber trotzdem, man hat einfach keine Ruhe mehr. Man ist immer unter Vollstrom, muss man sagen. Und auf der Arbeit? Auf der Arbeit hat sich gar nicht so viel geändert. Also natürlich ist es schon so, dass man, den Stress hat, dass man die Eltern nicht direkt zu den Kindern lassen kann. Ne? Dadurch, dass Abstriche gemacht werden müssen. Die müssen negativ natürlich auch sein, bevor sie zu ihrem Kind können. Und die tun einem unglaublich leid, weil man sie immer hinhalten muss. Und aber sonst, klar, der Mundschutz, den tragen wir natürlich auch dauerhaft, aber da hat man sich schon schnell dran gewöhnt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass mich das groß einschränkt in meiner Tätigkeit. Privat ist der Alltag natürlich noch stärker als vorher durch die Herausforderungen geprägt, die es bedeutet, die zwei Kinder gut betreut, untergebracht, begleitet zu wissen. Das kann ich relativ gut leisten aus genau zwei Gründen, weil ich einen Mann habe, der sich sehr, sehr stark in der Kinderbetreuung engagiert und weil wir die fantastische Kita Campuskinder haben, insbesondere in meinem Fall die Erzieherin aus der Sternschnuppengruppe, die dafür sorgen, dass ich mich trotz aller Herausforderungen darauf verlassen kann, dass meine kleine Tochter dort eine sehr gute Umgebung hat, jetzt auch in der Pandemiezeit. Beruflicher Hinsicht ist es wie für viele andere so, dass die Kontakte ja überwiegend digital stattfinden, was aus meiner Sicht nicht nur Nachteile hat. Also ich habe etwa verschiedene Forschungskooperationen, in denen wir uns jetzt häufiger treffen, dadurch, dass wir digitale Formate nutzen und die Zusammenarbeit eher einfacher geworden ist und sich intensiviert hat. Und wir noch besser arbeiten dadurch, dass wir uns jetzt häufiger sehen können als zuvor, sodass ich persönlich mir fast wünschen würde, dass diese Videokonferenzformate dort, wo es geeignet ist und passt, auch über die Pandemiezeit hinaus genutzt werden. Vor Corona hätten wir dieses Interview führen können ohne Maske, das ist Punkt 1, und man hätte mein Gesicht auch gesehen. Des Weiteren ist es natürlich noch mehr eine Herausforderung, in diesem Bereich in Corona-Zeiten zu arbeiten. Und ganz wichtig, der Akku, den man sonst durch Freizeitaktivitäten wie Sport, Veranstaltungen, Freunde, Gespräche schneller auffüllen konnte, ja, jetzt geht man spazieren. Ich bin noch nie so viel spazieren gegangen wie in meinem Leben wie jetzt. Beruflich hat sich für uns erstmal im Labor wenig geändert. Was sich in unserer Abteilung, wir sind sehr lehrintensiv, geändert hat, ist, dass wir die Lehre komplett umstellen mussten auf ein erst komplett digitales Format, jetzt ein Hybridsystem, was mittlerweile relativ gut funktioniert, jedoch nach wie vor eigentlich eine Krücke ist. Privat hat sich, wie gesagt, ich habe drei Kinder im Grundschulalter, natürlich einiges geändert. Zurzeit ist die Schule auch geschlossen. Das heißt, mein Mann und ich geben uns derzeit die Klinke in die Hand mit Homeschooling, dass wir versuchen, Homeoffice zu machen. Vorher war ich natürlich fast ausschließlich hier, dass ich auch, selbst wenn ich nur am Schreibtisch gesessen habe, einen Großteil der Arbeit hier gemacht habe.
Ich genieße es auch tatsächlich, immer noch hier hinkommen zu müssen und nicht komplett abgeschottet zu sein zu Hause. Das ist auch was ich an den Kindern sehe, dass das doch sehr ihnen sehr zu knabbern gibt. Also dadurch, dass ich studiere und mein Partner auch berufstätig ist, allerdings in Teilzeit, ist es so, dass ich mir schon immer Unterstützung organisieren musste. Sei es, dass die Kinder mal abgeholt werden von der Einrichtung, wenn das Seminar länger ging. Oder auch, wenn ich lernen musste, dass die Kinder fremdbetreut waren. Eben einmal durch die Einrichtung, aber auch durch Unterstützung von den Großeltern zum Beispiel. Oder Freundinnen und Freunden oder auch Menschen, mit denen wir zusammen wohnen oder auch in guter Nachbarschaft. Und das hat sich seit Corona schon deutlich geändert, dadurch, dass wir einfach unsere Kontakte auch eingeschränkt haben und einschränken mussten. Und hat sich aber auch unterschieden, je nachdem, welche Phase in der Pandemie gerade dran war. Und aktuell müssen wir da schon mehr Absprachen treffen. Also ich auch in meinem PJ, eben mit meinem Arbeitgeber, dass ich meine Zeiten schaffe, weil wir einfach weniger Kinderbetreuung haben. Aber auch mein Partner und ich müssen uns mehr absprechen, wie wir die Kinderbetreuung organisieren können. Und außerdem ist es so, dass wir ansonsten auch viel mehr persönliche Kontakte hatten in unserem Alltag. Und das ist natürlich auch viel weniger geworden. Und das finde ich sehr schade, gerade für die Kinder, weil ich eigentlich schon möchte, dass die Kinder mit unterschiedlichen Menschen Zeit verbringen und auch vielleicht unterschiedliche Personen haben, zu denen sie Bezug haben. Das finde ich sehr schade und stelle mir das auch eigentlich anders vor für die Zukunft oder wünsche mir, dass das anders ist. Genau. Ja, was sich auch noch geändert hat, ist eben, dass dadurch, dass ich ja arbeite, auch Kontakt habe mit Patientinnen und Patienten und deshalb auch das Risiko der Ansteckung größer ist und deshalb ich sehr froh bin, dass ich jetzt geimpft wurde, auch im Clementinenhaus und dass das so schnell organisiert wurde bei uns zum Glück. Das minimiert einfach das Risiko für uns und auch unser Umfeld. Da bin ich sehr froh. Und seitdem hat es sich auch dann etwas entspannt zumindest. Was verbindest du mit dem 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag? Tatsächlich ist das ein Tag, der sonst immer recht untergegangen ist und ich hatte mich auch mit mehreren Leuten unterhalten, die gar nicht wussten, dass es so einen Tag gibt. Aber ich finde ihn persönlich eigentlich schon sehr wichtig, weil man ja auch einfach zeigen kann, dass das weibliche Geschlecht auch sehr wichtig ist und auch mal geehrt werden kann. Und wenn es nur mal mit einem Tag ist, ist es doch wichtig, dass das mal Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Weltfrauentag. Genau. 8. März verbinde ich in diesem Jahr ganz besonders die Tatsache, dass es doch schon auffällig wieder die Frauen sind, die die Pandemie irgendwie hauptsächlich meistern. Es sind auch viele Männer, die mitmachen. Aber große Aufgaben gehen halt an die Frauen, die dann halt Homeoffice, Schularbeiten, Homeschooling, Kinderbetreuung, Kindergartenbetreuung oder was auch immer zu Hause machen müssen. Ne? Und das, wo die Kinder halt sich eigentlich bewegen sollten und in der Wohnung jetzt gefangen sind und vielleicht mal am Tag rausgehen, aber auch Spielplätzen ja auch aufpassen, dass da nicht so enge Kontakte entstehen. Ja, und viel am PC arbeiten, was wir eigentlich sonst auch eher so mit einem gesunden Augenmaß empfehlen, wird jetzt halt ganz viel gemacht. Ja, das sind so die Sachen, wo ich denke, ja, die Frauen sind jetzt doch wieder so einen kleinen Schritt zurückgegangen, weil es wieder sich herausstellt, dass die Hauptaufgabe, die Hauptlast doch meistens wieder die Frau trägt in der Familie. 8. März, das ist internationaler Feiertag, Frauentag in Russland zum Beispiel, das haben wir immer gefeiert, das war Feiertag und die Männer haben immer uns Geschenke und Blumen immer geschenkt und alle Frauen. Der 8. März ist ein bisschen mehr in mein Blickfeld gerückt, seitdem, ich glaube, in Berlin das zu einem gesetzlichen Feiertag wurde. Ich verbinde damit, dass für Frauenrechte grundsätzlich oder vielleicht auch für das Wahlrecht international eben gekämpft werden musste, weil es Frauenkampftag heißt.
und dass man vielleicht dadurch ein bisschen die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf richten möchte durch diesen Tag. Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe durch meine Tochter mal davon gehört, durch die Große, durch die 18-Jährige. Aber ich selber bin noch nie groß damit in Berührung gekommen oder habe mir Gedanken dazu gemacht. Der 8. März ist ehrlich gesagt ziemlich viele Jahre relativ spurlos an mir vorbeigegangen. Das erste Mal aufmerksam geworden auf diesen Tag bin ich vor 4 oder 5 Jahren. Da arbeitete ich noch an der Universitätsmedizin in Greifswald und am Morgen des 8. März stand plötzlich ein sehr geschätzter Kollege, der Leiter der benachbarten Abteilung, bei mir im Büro mit einer Handvoll Blumen, die er mir und meinen Kolleginnen überreichen wollte. Und ich bin aus diesem Anlass an dem Tag dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit meinen Kolleginnen und habe viele spannende Dinge von ihnen erfahren über die Rolle der Frauen in der DDR, also in einem sozialistischen Land, in dem die Tradition des Weltfrauentages noch eine deutlich stärkere Rolle spielte, als ich es bis dahin in Westdeutschland erlebt hatte. Okay, vielen Dank. Damit verbinde ich eigentlich, dass ich es gut finden würde, wenn es keinen Kampf mehr bräuchte, wenn die Gleichstellung der Geschlechter eine Selbstverständlichkeit wäre. Und es gibt viele großartige Frauen, das sieht man immer wieder über die ganzen Jahrzehnte. Und Frauentag, das reicht eigentlich, der Begriff. Ich selber bin nie eine klassische Frauenrechtsaktivistin gewesen. Ich komme aus einer Generation, wo ich schon viel von dem profitiere, was andere für mich vorher erarbeitet haben. Und dementsprechend ist der 8. März für mich mehr so ein daran erinnern, also Dankbarkeit erstmal für das, was erreicht wurde und ein daran erinnern, dass noch nicht alles perfekt ist. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren auch viele Schritte noch gehen müssen, gerade in Bezug auf Gleichberechtigung, dass wirklich alle mit ins Boot geholt werden und alle mitmachen, denn ich denke, nur so kann es funktionieren, dass, wenn die Männer mitarbeiten, dass wir Frauen dann irgendwann wirklich in allen Positionen auch gleichwertig vertreten sein werden. Als allererstes denke ich eigentlich immer an die Frauen, die in anderen Verhältnissen leben, mit sehr viel mehr patriarchalen Strukturen, wo die Gleichberechtigung einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist wie hier, die Gewalt erleben im Alltag oder auch wo Schwangerschaftsabbrüche auch verboten sind, auch körperliche Gewalt angewendet wird. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass sogar hier in unserer Gesellschaft Frauen auch unter solchen Strukturen leiden, immer noch leider. Und das ist eigentlich so, denen gilt sozusagen mein größter Gedanke oder denen möchte ich meine Solidarität aussprechen oder das berührt mich. Und gleichzeitig, was jetzt hier sozusagen die Gleichberechtigung angeht, da denke ich dann daran, dass ich mir wünsche, dass wir einfach mehr aufklären und mehr bilden, wie wir eben Kinder auch gleichberechtigt erziehen können, um die Emanzipation voranzubringen und eben auch die Gleichberechtigung muss einfach noch mehr werden. Und dafür bin ich tatsächlich auch schon ein paar Mal auf die Straße gegangen oder habe meine Sitzblockade gemacht. Und ich weiß noch gar nicht, was ich dann dieses Jahr stattdessen tun werde, in dem Jahr, wo ja doch jetzt alles ganz anders ist.